Unfassbar. Millionen Arbeitnehmer und Rentner werden geplündert. 2025 steigen die Sozialausgaben weiter. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur eines sagen: Beide Finger, beide Zeigefinger gehen nach oben. Nicht, weil ich Ihnen was ganz Tolles berichte, sondern weil es seit Jahren nur noch eine Spirale bei den Sozialausgaben gibt, und zwar bei den Kranken- und Pflegebeiträgen. Und das geht nur noch nach oben, meine Damen und Herren. Und nach den jüngsten Prognosen, die ich gelesen und gehört habe und die kommuniziert worden sind, auch im Internet, wird 2025 die Preisschraube sich weiter drehen. Unfassbar deshalb, weil 2025 und 2026, wahrscheinlich 2027 auch, die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der Pflegeversicherung in der gesetzlichen steigen werden. Gleichzeitig werden aber auch die Prämienbeiträge für die privaten Krankenversicherungen auch nach oben gehen. Dort gibt es auch nur noch einen Weg nach oben. Meine Damen und Herren, beide Systeme schröpfen sozusagen ihre Versicherten unter dem Duktus des technischen Fortschritts und der ständig steigenden Kosten. Immer mehr Menschen werden älter und damit auch kränker. Und damit ist das System sozusagen völlig überfordert und stößt nunmehr an seine Grenzen. Wenn ich schon alleine höre, dass der Bundesminister für Gesundheit, Herr Lauterbach, angekündigt hat, dass es nächstes Jahr bei der Pflege, also bei den Pflegebeiträgen, auch wieder nach oben gehen muss, meine Damen und Herren, dann ahnen Sie schon, was hier in Deutschland los ist. Meine Damen und Herren, wir haben es erlebt und wir erleben es immer wieder. Und ich bekomme da auch Anfragen rein, wo die Leute wirklich verzweifelt sind. Da reicht die Rente nicht mehr aus. Da reicht sozusagen auch das Ersparte nicht mehr aus, wenn es dann in Richtung Pflegeheim geht und hier Angehörige in Vollzeitpflege, vollstationärer Pflege aufgenommen werden. Dann geht es richtig zur Sache. Dann kostet das richtig viel Geld. Und der Gesetzgeber hat das Problem schlicht und ergreifend seit Jahrzehnten verschlafen. Er hat es nicht in den Griff gekriegt und er wird es auch nicht in den Griff kriegen. Alleinige Tatsache, nur immer an der Preisschraube zu drehen, reicht nicht aus, um das Systemproblem generell zu lösen. Meine Damen und Herren, ich wage die Prognose, ich wage die Behauptung, dass wenn das hier so weitergeht, werden wir ein großes Sterben von gesetzlichen Krankenversicherungen sehen, die dann nicht mehr in der Lage sind, die Kosten zu stemmen. Es wird immer mehr an der Preisschraube gedreht werden. Das heißt also, wir werden dieses 40%-Ziel, was der Gesetzgeber oder was die Parteien sich immer gestellt haben, dass 40% des Lohnes oder dass es eine Höchstgrenze gibt für Sozialausgaben in Deutschland, 40% und Steuern, das wird hier locker gebrochen werden. Wir marschieren jetzt schon über die 40%-Grenze und marschieren ganz straff in Richtung 50%. Und die Herrschaften in der Politik haben es ja bis heute nicht verstanden, das Problem zu lösen. Und das Problem wäre an sich lösbar oder ein Teil dieser Lösung steckte wirklich in der Idee einer sogenannten Bürgerversicherung. Das heißt also einer Bürgerversicherung, in die alle Menschen in Deutschland in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung einzahlen. Dann gäbe es keinen Unterschied mehr zwischen einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung und einer gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Das wäre der große und das wäre also sozusagen ein Teil der Maßnahme der Bürgerversicherung. Und dann möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Sie wissen ja, wo ich herkomme. Ja? Ich bin gebürtig in der ehemaligen DDR und wir haben in der ehemaligen DDR ein System der Krankenbehandlung gehabt, was sehr revolutionär gewesen ist. Wir haben dort ein System gehabt, wo Menschen in Krankenhäusern behandelt worden sind und auch in Polikliniken behandelt worden sind, wo also sozusagen alles interdisziplinär vorhanden war und das System hat funktioniert, meine Damen und Herren. Und das sollte man sich vielleicht auch mal anschauen, ob ein solches Poliklinikensystem aus der ehemaligen DDR nicht übernommen werden kann. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen wirklich eins: In der ehemaligen DDR gab es vielleicht einige schlechte Sachen, aber es gab auch viele gute Sachen, die man hier sozusagen in die gesetzliche Bürgerversicherung in Deutschland übernehmen könnte. Und eines ist auch klar: Wir brauchen in Deutschland
keine 120 gesetzlichen Krankenversicherungen. Das ist de facto nicht notwendig. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Näheres finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.